So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin im schönen Finnland unterwegs und leicht grün angezogen und wollte euch mit auf die Reise nehmen. Und zwar, Finnland war immer schon so ein Traumziel für mich, das zu sehen, war schon nördlich Ländern unterwegs, aber noch nie so weit oben. Und tatsächlich sind wir hier im arktischen Gebiet, habe ich mir sagen lassen. Also es zählt zur Arktis, weil es über dem Nordpolar oder im Polarkreis ist. Und die Schneeschmelze ist soweit durch. Wir haben noch ein paar Schneefelder. Und ich nehme euch einfach mit ein bisschen auf die Reise und mache die kleine Erkundung für den Arctic Warrior oder für was auch immer da kommen mag. Und hier hinter mir seht ihr schon so einen wunderschönen Teich oder See, was immer schon See dazu sagt. Ganz, ganz tolle Natur. Es wird sehr, sehr schön. Auf geht's. So, wir haben hier Elchlosung. Ich bin zwar Jäger, aber habe noch nie Elchjagd betrieben. Und ich habe gedacht, okay, so viel Elchlosung wie hier ist, muss man in jeder Ecke einen Elch sehen, aber sieht man tatsächlich nicht. Oder nur sehr, sehr schwer. Deswegen ist wohl auch die Elchjagd sehr schwer, weil die große Meter oder viele Meter am Tag machen. Ich habe mich trotzdem voll gefreut, Elchlosung zu sehen. Ihr seht mal bei der Hand, wie groß das Ganze ist. Geschmack ist auch ganz okay. Oben sehen wir noch ein paar Felder, ein paar Schneefelder. Ansonsten haben wir aber auch überall Wasser von der Schneeschmelze noch. Ja, regnet uns auch ein bisschen. Aber das tut uns hier keinen Abbruch. Ich komme mir hier ein bisschen vor wie Frodo im Auenland, muss ich sagen. Ich zeige euch jetzt mal warum, weil alles wie ein botanischer Garten ein bisschen aussieht. Das hat man ja so ein einfach so ein Fluss, der einfach oder Bach, der einfach wunderschön ist, gerade die Schneeschmelze. Sieht einfach mega aus. Fische haben wir glaube ich nicht drin, die würden hier nicht überleben. Und da machen wir die ersten Rentiere, die man mal auf die Kamera kriegt. Die ist übrigens gar nicht frei, gibt, wie ich gelernt durfte, sondern das sind alles domestizierte. Die sind zwar das ganze Jahr über völlig frei hier, aber werden im Winter irgendwie eingefangen. Dann sieht man, wem welches gehört, welches überhaupt noch da ist. Und die haben gerade kleine, haben gerade gekalbt. Das ist mehr auf einem, sag mal, Plateau oder Hochplateau, oder sagt ein Moor. Es ist einfach eine unfassbar schöne Gegend. Unfassbar schön. Da vorne sehen wir noch eine. Ist gerade vor uns Seite hochgemacht. Jetzt sehen wir, warum die aufgeflogen ist. Wir verdünnisieren uns auch wieder ganz schnell, weil hier ein Gelege von denen ist und da soll sie natürlich schnell wieder zurückkommen. Deswegen, auf geht's, schnell Meter machen. Wir haben das Lager wiedergefunden, beziehungsweise der Hund hat es wiedergefunden. Per Befehl, der kann über 100 Befehle tatsächlich. Er möchte selber nicht auf die Kamera, deswegen konnte ich euch das nicht zeigen. Aber es war unfassbar, wir sind hier mitten durch den Wald gegangen. Er hat ihm einen Befehl gegeben und er hat sofort das Lager wiedergefunden. Und zwar x-100 Meter hier im Nirgendwo. So, und ich lerne ein bisschen besser noch mit der Axt umzugehen. Skills verbessern. Brennholz. So, wir sind in diesem kleinen, ich sag mal, Jagdbuschlager angekommen. Das klingt jetzt große Buschlager oder Jagdlager. War aber tatsächlich über den Winter eine Konstruktion, die komplett eingestürzt ist. Der Hund hat, wie gesagt, gefunden. Irre auf dem Weg, alles mögliche an Vögeln hier gesehen. Auerhenne tatsächlich mit Gelege, dass man schnell weiter, weil das Gelege natürlich nicht stören wollten, damit das ausgebrütet werden kann. Ja, jetzt bin ich gerade am Weg hier
und hol mir Trinkwasser, denn hier kannst du einfach alles natürlich trinken. Bedenkenlos, hier ist einfach niemand und hier ist auch nichts, was irgendwie an Krankheiten übertragen werden kann. Also an alle Wasserfilterverfechter da draußen braucht man hier halt einfach nicht. Ja? Und ihr seht selber, jede Ecke noch ein bisschen Schnee. Jo, bei sowas laden wir uns dann das Wasser auf. Das Lager liegt auch direkt am Wasser, also auch recht cool. Und jetzt habe ich euch gerade sogar noch gesehen, einmal Waldameisen. Hügel noch, ob die Kollegen schon wach sind. Ja, man sieht schon ein paar, die lang krabbeln. Auf jeden Fall ein ganz ordentlicher Berg hier, auf jeden Fall nicht klein. Und ich muss sagen, dass mich diese Natur hier schon echt berührt, weil es halt unberührt ist. Keine Wege, nichts vom Menschen, gar nichts. Wir sind jetzt hier knapp, ich glaube 7 Kilometer querfeld eingegangen, im absoluten Nirgendwo. Man findet auch immer noch Beeren am Boden. Ich muss auch mal sagen lassen, was welche Beeren sind. Also hier gibt hier Krähenbeeren, wir haben Preiselbeeren. Und wir haben Blaubeeren, die auch manchmal tatsächlich den Winter überdauern, sodass wir, dass man die sogar noch essen kann. Jetzt mache ich erstmal die Flasche zu hier, damit die mir nicht tüddeln geht hier das Ganze. Ja, Muchacho. So. Und die ganzen Beeren tatsächlich, ich dachte auch, dass sowas einfach komplett weggeerntet und nichts mehr da ist. Aber man findet hier tatsächlich ganz, ganz oft noch Beeren. Muss irgendwie gucken, welche man noch essen kann davon, wenn die nicht verschimmelt sind. Die müsste jetzt zumindest mal so eine, die könnte ein bisschen, die schmeckt da nicht viel. Preiselbeere tatsächlich. Da unten ist noch eine zum Beispiel. Die sieht noch echt gut aus. Also sie hat den kompletten Winter quasi seit letztes Jahr überlebt. Die ist noch schön sauer. Also es gibt einfach ohne Ende Sachen in der Natur. Und ich freue mich schon, ist ja wirklich so ein bisschen die Erkundung vom Gelände für den Arctic Warrior. Und wir sind halt tatsächlich hier, gilt als Arktis, weil es über dem Polarkreis liegt das Ganze. Es wird auch nicht dunkel. Ich habe natürlich fälschlicherweise schöne Taschenlampe mitgenommen und eine Stirnlampe. Aber es wird halt einfach nicht dunkel. Ich meine, jetzt haben wir erst abends um, ich glaube, 8:30 haben wir. Bleibt die ganze Nacht wahrscheinlich so hell und es wird die Sonne scheinen. Bin sehr gespannt. Das erste Mal für mich. Und wir sehen hier mal wieder ein bisschen Elchlosung. Er hat mir auch gesagt, zum Beispiel, dass wenn die so ein bisschen verschimmelt ist, und das ist die da, dann ist die schon was älter. Und dadurch, dass da natürlich den ganzen Winter über Schnee drüber lag, kann man es am Anfang gar nicht so einfach sehen. Man muss sie also wirklich zerbröseln, diese Dinger, und kann dann ein bisschen erkennen, oder besser erkennen, wie alt die sind. Hier haben wir vom Auerhahn, wie gesagt, hier die Losung, und zwar Kiefernadeln frisst er. Ihr seht selber von der Hand her, wie viel es halt einfach ist. Da wird wahrscheinlich im Winter, wie man gesagt, über uns am Baum gesessen haben. Und dann von oben hier runtergemacht haben. Es ist einfach Wahnsinn, was man hier an Losung sieht. Dadurch, dass der Schnee quasi erst vor kurzem weg ist, sieht man extrem viel. Also man müsste eigentlich denken, hier ist an jeder Ecke ein Elch oder irgendwas anderes an Wildtieren. Aber wir haben zumindest mal bis jetzt ein paar Vögel schon gesehen. Also Schneehuhn, Auerhenne. Mal gucken, was wir noch alles sehen. Eben noch eine Eule gesehen, die aber so weit weg ist, dass sie auf der Kamera nicht drauf wäre. Gerade wieder Rentiere sehen wir, aber die sind natürlich tatsächlich überall. Und das ist irgendwie sehr mystisch hier auf jeden Fall, muss man sagen. Die Sonne scheint und wir haben abends um, weiß gar nicht, 9 oder 10 Uhr. So, wir haben 11:30 nachts, kurz vor 12 haben wir. Und es ist einfach hell und die Sonne scheint. Wir waren gerade in der Sauna, haben ein paar Saunagänge gemacht. Haben dann Wölfe heulen gehört. Nein, das hier sind Husky-Leute um die Ecke, aber hört sich an wie Wölfe, also wirklich schön tatsächlich. Ja, jetzt machen wir so langsam Feierabend. Schöne Kultur hier auf jeden Fall. Ah,
Hört man sie. Aber nicht heulen, hat nur gebellt. War auf jeden Fall ebenso, als hätte so ein ganzes Rudel Wölfe hier geholt. Ja, 11:30 halt, ne? Gleich 12 Uhr. So, wir sind gerade morgens früh Kaffee am Machen. Und ich weiß nicht, sieht man das da vorne im Wald? Da steht das Rentier. Hallo zusammen. Ich tu nix. Hey, komm heute wieder ab. Ich hab doch nur lieb morgen gesagt. So, hier mache ich über unser Lager, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Wir haben Tarp aufgespannt. Ich habe natürlich wieder den Klassiker gemacht und habe Biwaksack, Schlafsack genommen und ja, die ganzen Leute hier immer kommen, du hast da so viel hier Kondenswasser, aber nichts Kondenswasser, ist einfach trocken. Ganz normal Carinthia-Schlafsack, richtig gut, diese Matte noch, ja, so war mein Schlafplatz. Dann haben wir das Feuer direkt hier angemacht, strahlt durch die Wärme einfach oder durch die Steine ordentlich Wärme Richtung Schlafsäcke ab, weil es natürlich irgendwie frisch wird nachts und ja, hat auch ein bisschen geregnet, aber wir sind nicht nass geworden. Das Holz ist übrigens noch vom letzten Jahr quasi gebaut und oben was Tarps festgemacht. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich dieses Land hier in den Bann zieht. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder mal Bücher gelesen habt. Und für mich erinnert sich das Ganze hier auch wirklich an den Lederstrumpf zum Beispiel. Also jemand, der als Trapper im Nirgendwo unterwegs ist. Ja. Das ist einfach ziemlich so die Gegend, wie ich sie mir hätte vorgestellt, als der Lederstrumpf, wo der allein unterwegs gewesen ist. Und für mich ist eins klar, es ist ja einmal die Erkundung hier für den geplanten Arctic Warrior. Und auf der anderen Seite einfach wirklich weiß ich, dass ich auch, wenn das nicht so wäre, hier hundertprozentig nochmal hinkommen würde. Es ist einfach irre. Diese Natur hier ist einfach irre. Also jeder, der mal die Möglichkeit hat, nach Finnland zu kommen, sollte das auf jeden Fall tun. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert, hier ganz, ganz hoch in den Norden. Ging übrigens auch sehr easy, muss man sagen. Ich meine, allein, dass da noch Schnee liegt und solche knorrigen, toten Bäume, die einfach irre aussehen. Wir brechen jetzt hier quasi unsere Zelte ab oder bauen unser Tarp dann alles zurück. Guck mal, das hat gestern haben wir gefunden, beziehungsweise der Hund gefunden, eine Schaufel vom Elch. Die ist wahrscheinlich schon was älter, weil die hier schon sehr ausgeblichen ist. Lag da wohl in der Sonne. Ja, schöne Größe, werde ich mitnehmen und hab dann was für zu Hause. Das ist natürlich toll, ne? Zu sehen, sowas, was die Natur einfach hier da lässt und ja, etwas ganz Besonderes, zumindest mal für mich. Schöne Nebel und laufen durch hier so einen, über einen dicken Teppich. Und ich durfte ja schon über Bären einiges lernen hier. Habe ich ja hab ich schon gesagt, hier Krähenbäre und hier sind nochmal die anderen Nährpflanzen.
Blaubeeren. Die sind noch vom letzten Winter. Tatsächlich schmecken sie nicht mehr ganz so nach viel. Ah, die war süß sogar. Das war alles Survival Freaks, kann man selbst im Frühjahr Beeren finden. Die schmecken noch nicht mehr sogar viel. Nebelfelder und Schneefelder und einfach irre, was hier wächst. Aber es hat vor allem eine große Herausforderung und das ist das Navigieren hier. Und ja, ich sag mal, ja, man vor Ort navigiert ohne Karte, ohne GPS, aber aus dem Bauch heraus und Erfahrung vor allem natürlich, zu wissen, wie man hier den Weg nicht verliert. Deswegen auch für mich wieder was dazu zu lernen. Wo ich viel natürlich draußen navigiert habe, schon über die Bundeswehr, ganz viele Lehrgänge in so einem Gelände, nochmal eine ganz andere Nummer. So, sie fliegen weg. Aber man sieht es vielleicht noch. Schneehühner. Zack, da oben. So, wir sind auch schon wieder Richtung Ort unterwegs und haben es nicht mehr so weit. Irre. Landschaft erschlägt ein. Kann man nicht anders sagen. Haben noch ein, ich glaube, ein gutes Stückchen noch zu gehen. Ich genieße einfach jede Sekunde. Ich habe ein Baugrundstück gefunden. Direkt neben hier, neben der Kiefer. Aber das gibt wohl leider nichts, hier eine Genehmigung zu bekommen. So, wir sind wieder hier an unserem Wanderparkplatz quasi angekommen. Nein, an einfach einer Sackgasse, wo es in den Wald geht. Tour erfolgreich abgeschlossen. Ich konnte so viel lernen. Also wirklich, ob es Orientieren ist, ob es die Bärensorten, die dann immer noch sind, all die Losung von Tieren. Was haben wir gesehen an Tieren? Wir haben die Rentiere gesehen. Wir haben Schneehühner gesehen. Eine Auerhenne haben wir gesehen. Puh, noch die ganz möglichen Vögel kann ich eh nicht alle mehr merken. Und einfach eine unfassbare Natur, die wie ein Traumland ist. Also Finnland, das ist ja wirklich jetzt mal zur Erkundung, zu gucken, was kann man in Zukunft hier machen, ist einfach irre. Kann man jedem empfehlen. Ganz, ganz, ganz weit oben im Norden. Flug über Helsinki nach Ivalo, nördlichster Flughafen. Der einzige Flughafen, der internationale Flughafen, quasi in der Arktis. Das zählt als Arktis hier. Ja. Ich kann nur sagen, mega hier. Mega, mega. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Bilder, die gezeigt werden, die Videos und die Clips davon, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gebt mir vor allem mal einen Kommentar, wie ihr solche Touren findet. Soll ich mehr solche Touren machen? Hier geht natürlich mein Herz mal auf. Oder was vermisst ihr vielleicht dabei? Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Otter.